Hallo, hier ist wieder euer Gymkostel. Ich möchte euch nochmal zeigen, wie man eine Glaskugel vor einer Landschaft bzw. von dieser Landschaft erstellt. Das Ganze sieht dann so aus wie dieses hier. Ja, und dann geht's auch schon los. Ich habe hier nochmal ein Hintergrundbild in GIMP reinkopiert. Als Hintergrundbild 1024 mal 768. Den Ebenennamen verändere ich jetzt mal eben in HG. So, und dann duplizieren wir diese Ebene. Achso, erstmal müssen wir nochmal schauen, ob die Ebene einen Alpha-Kanal besitzt. Diese hat bereits einen, sonst müssen wir hier Alpha-Kanal hinzufügen klicken. Diese hat, wie gesagt, einen, dann ist der Bereich ausgegraut. So, die Ebene kopieren wir jetzt. Duplizieren Sie. Die benenne ich jetzt auch nochmal um in Kugel HG. Und dann gehen wir auf Filter, drehen, drücken, Filter verzerren, drehen, drücken. Mit diesen Einstellungen. Den Winkel setzen wir auf 0. Und damit eine kleine Erhebung zustande kommt, minus 0,25. Damit verpassen wir der Ebene jetzt nur einen kleinen Bauch. Es dauert ein bisschen. Was wir dadurch erhalten, ist eben wie gesagt nur eine kleine Erhebung erstmal. Das reicht uns jetzt aber noch nicht. Jetzt machen wir Filter, Licht und Schatten, Lupeneffekt anwenden. Und hier eben den Bereich. Der wäre jetzt gar nicht vorhanden, diese Auswahlmöglichkeit Transparenz zu machen, den Hintergrund als transparent anzulegen, wenn wir das vorher nicht den Alpha-Kanal hinzugefügt hätten. Den Brechungsindex setze ich nochmal auf 2,2. So, okay, dann erhalten wir dieses komische Ei. Das skalieren wir jetzt eigentlich einfach quadratisch. Ebene skalieren. Das Kettensymbol lösen und dann würde ich mal sagen, jetzt bei der Bildgröße 310 mal 310. So, dann haben wir das so gemacht. Nun spiegeln wir diese Ebene nochmal. Das können wir einmal machen, indem wir Ebene Transformation vertikal und horizontal nacheinander spiegeln oder gleich in einem Zug um 180 Grad drehen. Kommt das Gleiche raus. Um den Rahmen jetzt loszuwerden, machen wir nochmal Ebene auf Bildgröße. So, dann Auswahl aus Alpha-Kanal dieser Kugel. Die Auswahl kehren wir um, also Auswahl invertieren. Und dann wieder Filter, Licht und Schatten und diesmal Schlagschatten mit diesen Einstellungen. Minus 15, minus 15 und ungefähr etwas mehr als ein Drittel des Kugeldurchmessers. Die Kugel hatte 310, ja, ich sag mal so 120 etwa so. Sollte etwas mehr sein als ein Drittel des Kugeldurchmessers. Die Deckkraft können wir gleich auf 45% setzen und den Haken nehmen wir raus. So, jetzt haben wir diesen schwarzen inneren Schatten erhalten. Auswahl nichts auswählen. Und immer darauf achten, die Drop-Shadow-Ebene hat jetzt einen kleinen schwarzen Rand am Ende bekommen. Den sieht man zwar im Bildfenster jetzt nicht, aber beim Verschieben nachher macht sich das bemerkbar. Deswegen machen wir nochmal Ebene auf Bildgröße für den Drop Shadow. So, nee, jetzt müssen wir erstmal nochmal eben diese Ebene einfärben, die Drop Shadow Ebene. Farben, einfärben,
Farbton lassen wir auf 180, das entspricht etwa einem Cyan. Nur die Helligkeit setzen wir hoch auf etwa 85. Okay. Dann legen wir eine neue Ebene an, die nenne ich jetzt mal wieder Schein. Ausfall aus Alpha-Kanal der Kugelebene. Scheinebene aktivieren. Farbverlauf von Weiß nach Transparent. Und Form angepasst sphärisch. Der Formverlauf. Und dann einen Strich innerhalb der Auswahl ziehen. Ist egal, wie lang der ist, ist ja Form angepasst, die Form. Auswahl wieder nichts auswählen. Und den Ebenenmodus dieser Ebene setzen wir auf Überlagern. Noch eine neue Ebene. Schein 1 wird das ja automatisch. Dafür nehmen wir das Ellipsenwerkzeug und ziehen einen Kopfschein auf. Oben nicht ganz bis an die Oberkante ziehen, aber so breit wie möglich ausziehen zu den Seiten hin, nur dass er nicht über die Kugelebene hinweg steht. Und nach unten hin nicht ganz bis zur Mitte, etwa ein Drittel fehlen lassen. Wieder Farbverlaufstool von weiß nach transparent, aber diesmal linear. Und dann von oben nach unten in der Auswahl einen Strich ziehen. Wieder Steuerungstaste festhalten, wird er schön gerade. Auswahl nichts auswählen. Den Ebenenmodus setzen wir auf Faser mischen. Noch eine neue Ebene. Die nenne ich jetzt mal wieder Glitzer. Hierfür müsst ihr euch wahrscheinlich diesen Glitzerpinsel anlegen. Ich gehe mal auf Bearbeiten und ihr müsst dann natürlich auf Neu klicken, um einen neuen Pinsel anzulegen mit diesen Eigenschaften. Schaut euch die einen Moment an. Dann einfach wegxen, wenn ihr den angelegt habt. Er ist trotzdem aktiv. Den Ebenendialog wieder auswählen, die Glitzerebene aktivieren. Die Skalierung setze ich mal auf 3. Und dann machen wir oben ganz links an der Kugel einen Glitzer. Einmal klicken. Am unteren Ende des Kopfscheins. Und so einen kreisigen Verlauf weiter folgend, ganz rechts an der Kugel nochmal. So, und das ist das Ganze eigentlich fertig. Jetzt müsste man das Ganze nur nochmal verschieben. Weil Bereiche so wie dieser Baumwipfel und so weiter, die sollten sich ja auch wieder an der Kugel spiegeln und teilweise auch im Hintergrund zu sehen sein. Jetzt ist die Kugel im Moment genau vor diesen Baumwipfeln ja auch. Also die. Dafür machen wir das Kettensymbol vor allen Ebenen außer der Hintergrundebene an. Schalten wir ein. Nehmen das Verschiebewerkzeug, aktive Ebene verschieben einstellen und ziehen die Kugel mit allen anderen Ebenen zusammen etwas zur Seite. Jetzt sieht man die Baumwipfel da hinten, die spiegeln sich auch in der Kugel wieder und das sieht einfach besser aus dann nachher. Bisschen weiter ran, vielleicht noch so. Dann nochmal leider für alle Ebenen, Ebene auf Bildgröße. Das ist jetzt, wirkt jetzt nicht auf jede Ebene. Deswegen muss man das einfach für jede Ebene nochmal separat ausführen. Was man jetzt noch machen kann, ist eben die Farben noch mal ein bisschen verändern, dieser eigentlichen Kugelebene. Dafür aktivieren wir diese Kugelebene, wo hier die ganzen Farben drin sind: grün, blau, dunkel, hell und Farben, Kurven. Da sehen wir das ganze Farbspektrum. Wenn man jetzt einmal im Bildfenster innerhalb der Kugel klickt, zum Beispiel diesen grünen Bereich jetzt hier,
Dann geht er eine Linie hoch und dort sitzt jetzt das Grün in dem Spektrum. Das kann man das nach unten ziehen, dann wird alles kräftiger. Allerdings verändern sich dann auch die Farbtöne, die anderen Farbtöne der Kugel. Also man darf das nicht übertreiben. Lieber nochmal ein bisschen nur ziehen und dann nochmal einen weiteren Farbton anklicken. Ich nehme jetzt mal hier das Blau vom Himmel. Das sitzt da oben. Jetzt nochmal was Dunkles, den Baum da. Baumwipfel, der sitzt da ganz vorne. Wenn man den hochzieht, wird alles so blass. Zieht man den ein bisschen runter, sieht schon gleich ganz anders aus. Und so kann man das für alle Farbtöne nochmal ausführen. Hier nochmal das hellere Grün. Ja, so sieht das viel besser aus. Grunde genommen soll immer ein weicher Bogen entstehen dabei. Ein weiches S, sage ich mal dazu. Das sind so meine Erfahrungen. Dann sieht alles noch ganz nicht zu sehr verfremdet aus. Ja, dann okay. Und dann ist das Ganze eigentlich fertig. Ich hoffe, es war von Interesse. Und tschüss.